Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Und heute geht's wieder ran an einen Skin. Ich habe mir gedacht, hey, wir wollen ja immer mal ein paar Filmprojekte machen. Und da wäre das super, wenn wir, sage ich mal, ein paar Simpsons-Folgen drehen. Wir haben die Kulisse, ich dachte mir so, hey, was könnte man machen, was sollte man machen? Und wenn man schon Kulisse hatte, ne, dann könnte man ja auch was drehen damit. Problem ist leider nur bei den Simpsons, ha, die Skins wurden alle gesperrt. Ich habe es euch ja damals erzählt, als die Bedrock Edition rausgekommen ist, dass sie, sage ich mal, für viele tolle Skin-Pakete nicht die Lizenz haben, sie online zu verwenden. Daher sind sie, sage ich mal, hier auf der neuen Edition nur für den Singleplayer geeignet. Da fallen natürlich die ganzen schönen tollen Simpsons gleich weg. Um danach zu helfen, zeige ich euch natürlich, wie man sich die ganzen Simpsons bei mir so gut es geht, sage ich mal, hier im Editor sich natürlich craften kann, damit wir, sage ich mal, doch ein bisschen was drehen können. Ne, um die sich dann natürlich hier so zu gestalten, ist natürlich ein bisschen knifflig, muss man ein bisschen probieren, aber wir kriegen das hin und dann irgendwann hoffe ich mal, dass wir da auch ein paar Folgen drehen können mit. Ihr wisst ja, ihr könnt ja euch immer bewerben hier, ne, schreibt mal in den Kommentar rein, ne, wenn ihr eine Xbox habt, ne, ihr wollt da mitmachen, ihr habt Bock drauf, ihr wollt vielleicht auch Synchronsprecher sein, ne, dann könnt ihr euch ja immer hier bei mir bewerben. Und heute in der Folge wollen wir uns natürlich ransetzen an Homer Simpsons. So sieht er aus, so kann man sie sich basteln und da würde ich sagen, legen wir gleich mal los. So, dann starten wir erstmal natürlich hier mit einem No-Skin, gehen natürlich hier einmal auf unseren Körper und wollen natürlich Homer uns erstmal basteln. So, als erstes gehen wir auf die Haut und da würde ich sagen, natürlich Simpsons ist gelb, von daher machen wir uns auch gelb. Jetzt können wir gleich mal gucken, wie wollen wir den Homer machen. Homer hat ja immer so einen kleinen 3-Tage-Bart. Was hat denn der hier? Würde ich mal sagen, ganz normal. Die Steve-Optik nehmen wir, ne, er hat auch ein bisschen Haare auf den Arm, passt also zu Homer. Dann geht's ab zu den Frisuren, da suchen wir uns natürlich sowas raus, wie wir Homer kennen. Hier gibt es eine Frisur. Die Fassglatze, ne, die passt ja zu Homer, ne, der hat ja hinten auch sowas dran. Cool wäre natürlich, wenn auf dem Kopf noch was wäre, aber naja. Nicht vergessen, denn die Haare natürlich schwarz sich zu färben, ne, damit das auch schön identisch zu Homer passt. Danach geht es dann an die Augen. Wie natürlich Homer bei euch gucken soll, kann sich jeder selbst entscheiden. Ich würde mal sagen, ich nehme jetzt einfach mal hier diesen skeptischen Blick. Ne, vielleicht denkt Homer gerade wieder an einen Donut oder sowas, ne, wer weiß. Und nicht vergessen, die Augenfarbe müssen wir natürlich auch schwarz färben. Suchen wir uns einmal raus. Und dann geht es natürlich noch an den Mund. Wie Homer natürlich seinen Mund bewegt, könnt ihr auch, ja, wie immer selbst entscheiden. Ich würde mal sagen, wir nehmen uns am besten hier sowas. Er freut sich gerade vielleicht über irgendwas. So, Gesichtsbehaarung ist eigentlich egal. Arme, Beine. Bei der Größe könnten wir vielleicht nochmal gucken. Ihr könnt natürlich Homer ganz groß machen. Ihr könnt ihn auch mittelgroß machen, wie ihr wollt, ne. Armgröße, natürlich dick. Und dann geht schon ran an den Stil. Dann haben wir Homer schon so gut wie fertig. Jetzt müssen wir ihn natürlich noch richtig anziehen. Gehen wir mal auf Oberteile. Da gibt es auch ein schönes weißes Hemd. Zack, dann ziehen wir Homer gleich mal so an. Bei der Hose, würde man sagen, die normale Steve-Hose, die reicht. Ne? Blaue Jeans hat Homer. Man kann natürlich gerne noch ein bisschen rumstöbern, was da so ein bisschen gibt. Aber ich empfehle euch einfach mal, blaue Jeans Homer anzuziehen. Und dann passt das Ganze. Oberbekleidung brauchen wir nicht. Kopfbedeckung braucht man jetzt auch nicht. Handschuhe braucht man nicht. Schuhe, da könnten wir vielleicht noch gucken. Vielleicht findet ihr noch ein besseres Paar. Ich empfehle euch einfach mal die normalen Steve-Schuhe. Die reichen eigentlich völlig aus für Homer. Aber man kann wie immer halt rumstöbern, ne? So Schuhe mäßig, ob man da noch vielleicht was anderes. Es gibt noch ein paar kleinere für Homer, ne? Wenn man meint, hier so ein paar Ballerinas, ne? Sag mal, die gehen auch noch. Gesichtsgegenstände, Rückengegenstände, alles das brauchen wir nicht. Und schon haben wir unseren Homer gebastelt. Schön wäre natürlich noch, wenn man, sag ich mal, die Augenbrauen färben könnte. Ne, die sind immer braun, egal was du machst, die bleiben braun. Vielleicht Minecraft. Für uns da eine Option ein. Wäre schön, wenn man die färben könnte. Wäre auch schön, wenn es noch ein paar weitere Augenpaare gibt, ein paar weitere Münder, ein bisschen mehr Frisuren. Dass wir da noch ein bisschen mehr flexibel sein können, was wir da so alles uns basteln können. Ansonsten hoffe ich, dir hat das Video gefallen. Im nächsten Video bauen wir natürlich wieder ein Simpsons-Familienmitglied. Was es sein wird, muss ich mal selber noch schauen. Aber wir kriegen alle hin. Und wie gesagt, wenn du mitmachen möchtest denn bei solchen Filmprojekten, ne, bastel den Skin zusammen und dann kannst du dich gerne bei uns melden. Aber nicht nur bei Simpsons wollen wir ja drehen, wir wollen auch noch andere Sachen drehen. Aber dazu kommen wir noch nach und nach. Ja, ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Wir hören oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.